Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen Teil meiner Ausrüstungsreihe für euch und zwar möchte ich euch gerne meine Kopfstücke und Gebisse vorstellen. Dies ist schon der zweite Teil meiner Ausrüstungsreihe. Im ersten Video habe ich euch meine Sattelgurte vorgestellt. Wenn ihr das Video verpasst habt, verlinke ich euch das gerne hier auf dem i. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Oder natürlich unten in der Videobeschreibung ist das Video auch verlinkt. In diesem Video möchte ich euch meine Gebisse und Kopfstücke vorstellen. Ihr habt mir auf Instagram dazu einige Fragen gestellt. Die werde ich am Ende dieses Videos beantworten. Ich habe schon im ersten Teil gesagt, dass ich ziemlich stark aussortiert habe die letzten Jahre. Ich habe tatsächlich für Bill aktuell 2 Trensen, die ich mehr oder weniger nutze. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mittlerweile eigentlich zu 90% gebisslos reite. Dazu wird es aber noch ein separates Video geben, wo ich euch dann meine gebisslosen Zäumungen vorstellen werde. Wir fangen aber jetzt mal erstmal mit der ersten Trense an. Und zwar ist das mein Western-Kopfstück, was ich schon relativ lange habe. Was heißt relativ lange? Ich habe diese Zäumung schon so lange, wie ich Bill habe. Wir sind auch einige Turniere damit gegangen. Ihr seht, es ist ein relativ schlichtes Kopfstück, was jetzt nicht wirklich auffällig ist. Ich stehe halt nicht so sehr auf dieses Bling-Bling. Viele, die aus dem Western-Sport kommen, mögen es ja sehr auffällig, mit sehr viel Strass und so. Das ist halt irgendwie nicht so meins und deswegen bin ich auch damals oft mit dieser Zäumung oder mit dieser Trense eben aufs Turnier gefahren. Das ist ein Kopfstück von Western Imports. Habe ich damals, glaube ich, bei Equiva gekauft. Wie gesagt, ist jetzt schon viele Jahre her. Das war damals noch in einer anderen Farbe. Das war so ein hellbraun. Ich hatte das dann erst geölt, weil ich es dunkler haben wollte. Und es war mir aber irgendwie nicht dunkel genug und dann habe ich es irgendwann gefärbt. Und die Farbe hält jetzt schon tatsächlich viele Jahre. Da ist nie groß was abgeblättert oder so. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr ein helles Kopfstück habt, was ihr andersfarbig haben wollt oder ein braunes, was ihr schwarz haben wollt. Das ist eigentlich nie so das Problem, wenn ihr so ein bisschen Fingerspitzengefühl habt und das dann eben schön einfärbt. Ja, hier ist eine Kandare dran, eine Western-Kandare, ein sogenanntes Billy Allen Bit. Das ist eben, ja, eine relativ milde Kandare, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder so eine Einsteiger-Kandare, weil die eben keinen Port hat, also keinen, ja, nicht so eine Auswölbung hier, keine Zungenfreiheit hat. Wirkt halt tatsächlich ähnlich wie eine Boucher-Stange, nur natürlich mit Hebelwirkung, weil es eben auch eine Kandare ist. Von diesem Mundstück, das ist sehr, sehr ähnlich zur Boucher-Stange, war ich schon immer eigentlich recht angetan, weil es sehr schön im Pferdemaul liegt und das Pferd eben wenig stört. Ja, ich bin nicht oft mit dem Gebiss geritten. Es hängt eigentlich nur im Schrank rum, beziehungsweise hier bei mir im Keller. Ich denke aber schon, dass ich in naher Zukunft öfter mal wieder mit Kandare reiten werde, weil ihr wisst ja, ich reite hauptsächlich mit Bosal und das Bosal hat schon eine ähnliche Wirkung wie eine Kandare. Also von der seitlichen Einwirkung und so wirkt es schon sehr ähnlich und ich denke, dass ich das dann jetzt doch nochmal ausprobieren werde, wie er damit läuft. Wie gesagt, eine sehr schlichte, aber sehr schöne Zäumung, wie ich finde. Ja, kommen wir einfach mal zur nächsten. In meinem letzten Video bin ich so oft nach dieser Trense gefragt worden, nach diesem Kopfstück gefragt worden. Ihr wolltet alle wissen, woher es ist, ob man es kaufen kann und. Das ist der Worker-Zaum vom Signum Sattelservice. Den gibt es tatsächlich mittlerweile in verschiedenen Ausführungen. Das ist quasi das erste Modell, was ich damals bekommen habe. Der ist jetzt schon ungefähr 2 Jahre alt. Also seit 2 Jahren habe ich den und reite ich den auch. Sehr schlicht für seine Verhältnisse. Es gibt den Worker-Zaum nämlich noch mit einer Kette oben im Genick und hier halt noch mit ein bisschen dickeren Schnallen und auch hier mit ein bisschen Silber und am Stirnriemen und so. Ich habe halt diese schlichte, einfache Variante. Ich finde den super schick, habe den zeitweise auch wirklich als, ja, Haupttrense genutzt, also als Alltagszäumung. Bin da sehr, sehr zufrieden mit, immer noch. Auch
ja, wenn ich ihn heute vielleicht nicht mehr so viel reite, eigentlich nutze ich die Zäumung wirklich nur noch, wenn wir schöne Fotos machen, da kann ich euch auch mal ein paar von einblenden. Oder wenn ich eben auswärts unterwegs bin mit Bill, ja, dass er einfach ein bisschen auffällig und schick aussehen soll, dann nutze ich diesen Worker-Zaum hauptsächlich noch. Ich kann den euch gerne auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Achtung, unbezahlte Werbung, weil ich eben die Marke nenne. Wenn ihr Interesse an dem Zaum habt, dann guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da werde ich ihn euch einfach reinpacken. Ja, ihr seht, hier ist kein Gebiss drin. Das liegt daran, dass ich das Gebiss letztens auch mal verliehen hatte zum Testen. Normalerweise ist in diesem Zaum die Boucher-Stange drin. Einige von euch können sich vielleicht an das Video von der Hofreitschule erinnern, wo ich damals diese Boucher-Stange bekommen habe. Das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Ich war damals schon sehr begeistert von der Boucher-Stange und bin es heute noch. Also wenn ich den Bill mit Gebiss reite, dann ist es eigentlich immer diese Boucher-Stange. Ihr seht vielleicht im Hintergrund, dass ich hier wirklich einige Gebisse hängen habe. Die meisten davon sind nicht von mir, sondern die habe ich geschenkt bekommen und deswegen hängen sie da einfach als Wanddeko. Mir hatte eine im letzten Video geschrieben, dass ich ja immer sage, dass man halt nicht so viel fürs Pferd braucht und so und dann hier die ganze Wand voll Gebisse habe. Die sind nicht von mir, beziehungsweise viele davon sind nicht von mir. Einige habe ich tatsächlich in den letzten Jahren gesammelt und ich werde euch auch noch gleich einige Gebisse zeigen, die ich vor der Boucher-Stange für Bill genutzt habe. Mittlerweile ist es aber tatsächlich mein einziges Gebiss für Bill, was ich nutze neben der Kandare. Und ich bin da wirklich immer noch sehr, sehr happy mit. Ihr habt mir auch so viele Fragen dazu gestellt. Ich werde einige davon gleich beantworten, aber an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf das Video von der Hofreitschule hinweisen. Beziehungsweise wir haben sogar zwei gedreht. In einem habe ich euch, beziehungsweise Christine, euch dann nochmal einige Fragen, die ihr im ersten Video hattet, beantwortet. Das Video hatte aber nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen packe ich euch beide Videos jetzt nochmal unten in die Videobeschreibung und werde sie hier oben auch nochmal verlinken. Also wenn ihr nochmal Fragen rund um diese Boucher-Stange habt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Christine erklärte auch ganz klar, warum ja, wir uns damals für das Gebiss für Bill entschieden haben. Und ich kann euch heute sagen, es war die absolut beste Entscheidung, was meine Ausrüstung angeht, die ich eigentlich je getroffen habe, weil es nochmal ja wirklich was verändert hat in meiner Feinfühligkeit an der Hand, in Bills Vertrauen zum Gebiss. Er hat einfach nicht mehr so viel Angst vorm Gebiss gehabt. Er war früher jemand, der sich gerne vorm Gebiss verkrochen hat, also ist mir gerne zu tief gekommen, hinter die Senkrechte gekommen. Das ging bei ihm ganz schnell. Das war mit der Boucher-Stange innerhalb von wenigen Wochen fast weg. Ja, wie gesagt, ich kann da immer nur wieder von schwärmen. Auch die Boucher-Stange werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe die damals von der Hofreitschule bekommen und die gibt es dort auch noch, weil ganz, ganz viele mich immer wieder danach fragen, wo ist deine Boucher-Stange her? Die könnt ihr im Shop von der Hofreitschule kaufen und auch der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, kommen wir jetzt einfach mal zu den Fragen, die ihr an mich gestellt habt. Ich habe mir jetzt hier mal mein Handy zu Hilfe genommen, weil es doch einige Fragen waren. Um da jetzt nicht den Überblick zu verlieren, scrolle ich einfach mal von oben nach unten durch und gehe mit euch die einzelnen Fragen durch. Es waren auch wirklich viele Fragen rund um Thema Passform eines Gebisses und die möchte ich jetzt einfach mal ja so ein bisschen allgemein beantworten. Häufig wird die Frage gestellt, wie finde ich denn das richtige Gebiss von der Größe her für mein Pferd? Ja, und da ist es einfach so, dass zumindest meine Erfahrungen dazu sind, dass man einfach ausprobieren muss. Also ich habe damals, als ich Bill bekommen habe, ein 12,5er Gebiss gekauft. Ich habe das, glaube ich, noch hier. Moment. Das war damals dieses Gebiss. Das war ein ganz normales, simples, doppelt gebrochenes Gebiss in der Größe 12,5. Bill war zu dem Zeitpunkt 3,5 Jahre alt und da hat es wirklich gut gepasst. Ich bin wirklich einfach auf gut Glück in den Laden und habe gedacht, okay, habe mir das Mäulchen so ein bisschen von außen angeguckt, könnte das passen. Im Endeffekt seht ihr nur, ob das Gebiss dem Pferd passt, wenn ihr es ihm wirklich ins Maul legt und dann an den Seiten schaut, ob was klemmt oder nicht. Einige hatten von euch geschrieben, ob man eben Olivenkopfgebisse
eine Nummer größer nehmen soll. Hier habe ich mal so ein Exemplar. Und ihr könnt ja hier schon an der Seite sehen, dass sie deutlich dicker gearbeitet sind. Und meistens ist es tatsächlich so, dass die Olivenkopfgebisse oder auch die Gebisse, die an der Seite eine Stange haben, also diese Schenkeltrensen, wirklich etwas kleiner ausfallen. Aber das kommt auch immer auf die Marke drauf an, es kommt auf die Verarbeitung drauf an. Das kann man auch nicht so pauschal sagen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich habe sonst einen 13,5er, ich möchte jetzt ein Olivenkopfgebiss und dann nehme ich halt einen 14,5er. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst es einfach ausprobieren. Ist halt immer ein bisschen doof, gerade wenn man dann ja einen Versand immer wieder hin und her schicken muss und so weiter. Aber vielleicht habt ihr ja eine Möglichkeit, dass jemand bei euch im Stall so ein Gebiss hat, was ihr gerne haben möchtet und dass ihr das dann einfach austestet. Also ich denke, da fährt man einfach am besten mit. Die Boucher-Stange, wo ist sie? Habe ich dann damals auch in 12,5 erst gehabt. Und das 12,5er hat bei der Boucher-Stange ganz gut gepasst. Allerdings ist es oft so, dass bei der Boucher-Stange diese seitlichen Aufzüge hier oben in die Backenzähne, beziehungsweise Backenzähne nicht, aber in die Zähne seitlich reindrücken können. Wenn diese Aufzüge, ich hoffe, man kann das jetzt so sehen, nämlich ganz gerade nach oben gehen. Meine sind hier so zur Seite weggebogen, aber viele von diesen Boucher-Gebissen, da gehen die Aufzüge so gerade nach oben. Und da ist halt oft das Problem, dass das seitlich an den Zähnen stört. Da würde ich tatsächlich immer eine Nummer größer nehmen. Da ist es ja im Endeffekt erstmal egal, wie es im Maul liegt. Wichtig ist, dass die seitliche Einwirkung da nicht zu stark an den Zähnen ist. Ja, ihr seht, das ist gar nicht so einfach mal eben zu erklären. Ich kann euch da nicht wirklich den ultimativen Tipp geben, außer euch sagen, dass ihr es einfach ausprobieren müsst. Die nächste Frage geht um die Lebensdauer eines Gebisses. Das heißt, wie lange soll man ein Gebiss benutzen? Ich habe gehört, dass man es jedes Jahr auswechseln muss. Ganz ehrlich, totaler Quatsch. Warum? Also sei denn, du hast natürlich so ein Kunststoffgebiss hier. Die können natürlich auch scharfkantig werden, wenn die Pferde darauf rumkauen. Die können kaputt gehen. Das würde ich tatsächlich jedes Jahr auswechseln. Aber ein massives Edelstahl oder Argentan, da gibt es ja wie gesagt auch hier, das ist zum Beispiel dieses Argentan, verschiedene Materialien, das ist halt Metall, was soll da passieren? Ich würde die Gebisse tatsächlich regelmäßig reinigen und ein kleiner Tipp von mir, ich packe die regelmäßig in die Spülmaschine. Ist überhaupt kein Problem, also meine Gebisse haben das bis jetzt alle ausgehalten, außer natürlich die Kunststoffgebisse, da immer ein bisschen vorsichtig mit. Aber die Metallgebisse war bis jetzt nie ein Thema. Also wenn ihr ein wirklich dreckiges Gebiss habt und ihr kriegt das nicht mehr sauber, packt es in die Spülmaschine, alles gut. Meine Gebisse halten wirklich Jahre. Also das habe ich jetzt ungefähr, ja, 2,5 Jahre müsste das her sein, das Video von der Hofreitschule oder 3 sogar. Nie was dran gewesen und ich wüsste halt nicht, warum man ein Gebiss dann austauschen soll. Wenn ihr da schlauer seid als ich, könnt ihr das hier gerne unten in die Kommentare schreiben. Welches Gebiss ist für eine Gebissgewöhnung geeignet? Auch da schau dir das Video von der Hofreitschule an. Das wird dir sehr weiterhelfen. Aus heutiger Sicht, ich habe ja dazu gelernt, würde ich ein Jungpferd immer mit einem Stangengebiss anreiten. Immer und immer und immer wieder, weil es einfach das sanfteste Gebiss ist, was man ja momentan auf dem Markt bekommen kann, finde ich. Kannst du mal Bills alte Gebisse zeigen? Mit welchem Gebiss hast du ihn angeritten? Und welches Gebiss hast du vor dem Boucher-Gebiss genutzt? Ja, kann ich machen. Das eine Gebiss habe ich euch gerade schon gezeigt. Das war hier dieses einfach doppelt gebrochene. Dann habe ich irgendwann auf dieses hier gewechselt. Das ist ein Boucher-Gebiss, doppelt gebrochen. Ich war ja der Meinung, das ist das sanfteste Gebiss, was man auf dem Markt findet. Ja, war ich nicht ganz richtig. Auch da schaut euch das Video von der Hofreitschule an. Also das war das Vorgängergebiss von der Boucher-Stange. Ja, und dann bin ich zur Boucher-Stange gewechselt. Das heißt, Bill hatte im Endeffekt nur 3 Gebisse, bis auf die Kandare eben noch. Aber das war's. Also wir haben nicht wirklich viel experimentiert, muss ich sagen.
Die meisten Fragen von euch haben sich wiederholt und ich hoffe, ich habe jetzt einfach mal so grob so ein bisschen alles beantworten können. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schaut euch auf jeden Fall nochmal das Video von der Hofreitschule an. Da werdet ihr so viele Antworten auf eure Gebissfragen bekommen. Ich kann euch das wirklich nur sehr ans Herz legen. Eine Frage war natürlich noch, wann ich denn ein Video mache zum Thema Bosal und gebissloser Zäumung. Das wird jetzt auf jeden Fall noch folgen. Ihr könnt mir ja gerne noch eure Fragen in die Kommentare schreiben. Vielleicht schreibt ihr mir auch mal unten in die Kommentare, wie ihr das fandet, dass ich am Ende eines Ausrüstungsvideos einfach mal eure Fragen so beantworte. Ob ich das beim nächsten Video wieder so machen soll. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt hier oben gerne tun. Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis dahin. Ciao, ciao.